Oh, dieser wird klein. Dann lass sie doch auch mal backen, meine Güte. Ach so. Das Haus brennt. Das ja. Haus brennt. Ja. Hallo Leute, hier sind wieder MacQuest 2051. Und Melia. Und Varuna MC. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Seftig. Der zweite. Auf Minecraft City von Varuna. Minecraft City 2, bitte. Ja, Entschuldigung, Minecraft City 2. So. Pingelig heute. Nächste Nacht und, überstanden, wie auch immer. Genau. Und beim letzten Mal haben wir gezeigt, dass wir einfach nichts können. Das wird noch richtig lustig hier. Das Ziel von Seftig ist ja, was man nicht weiß, zu lernen. Also letztes Mal haben wir gezeigt, dass wir nichts können und daran wollen wir jetzt festhalten. Genau. Und davon können wir jetzt richtig viel. Aber es sieht trotzdem sehr hübsch aus. Es gibt sehr viel Gemüse. Genau. Hier auf der Ebene mit dem ganzen Gras gibt es auch tatsächlich mal ordentlich Pflanzenfasern. Ich möchte hier jetzt einfach mal ein bisschen Holz sammeln, dass wir bald hoffentlich uns mal eine Unterkunft bauen können. Ich habe versucht, die Gammel-Workbench zu bauen, aber dafür können wir nicht genug. Habe ich doch gesagt. Ich wird erst, ich glaube, im ersten Zeitalter oder im zweiten freigeschaltet. I'm stumped, geht nicht. Na gut, dann machen wir mal After Half Created Fire. Geht schon. Use some rock, twine and sticks to make a fire pit. Ich vermute, wir sind einfach nur dumm. Genau. Ja gut, das ist eine neue Minecraft-Version, ein neues Modpack. Da wird man auch nicht so schnell durch, oder wird man generell nicht so arg durchrushen können, wie man es bei sonstigen Modpacks gewohnt ist. Genau. Mit einer Nacht farmen und dann alles wissen und alles haben. Hier müssen wir das Ganze jetzt erstmal erarbeiten. Fuck, ich habe gerade M gedrückt und bin auf einer Sternenkarte gelandet. Ja, das ist Galacticraft. Das ist allerdings erst Age 5. Geil. Okay, damit werden wir uns irgendwann mal beschäftigen, wenn wir mal rauskommen. Aber cool. Ja, ein paar Wochen, falls wir da schon sein sollten. Ja, das ist ein Ansporn für später. Das ist doch mal richtig geil. Ja. Noch an diese gammeligen alten Galacticraft, denke, die wir mal irgendwann hatten mit Mond und Mars und fertig. Ja. Das ist hier deutlich weitergegangen. Was ist denn jetzt? Das Flint-Ding ist kaputt gegangen. Kann ich das einfach wieder reparieren? Ich glaube, es wird angezeigt, dass das nicht geht. Ein Workstump muss ich benutzen, aber ich kann den nicht craften. Was soll denn das? Zum Glück habe ich noch eine. Wir drei spielen ja im Team. Das heißt, wir müssen nicht alle unsere Techs selber entdecken. Genau, das wird im Team geteilt. Das ist von Vorteil, weil dann kann Navia wirklich viel Text machen und ich kann schön bauen. Ah doch, ich kann den Workstump bauen, Gott sei Dank. Huch! Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Lack. Ja. You unlocked Stage Zero! Wuhu! Was wir sehen, jetzt im Holz, Zeitalter 0. Stein abbauen. Ja. Das ist jetzt offiziell Stage Zero oder Age Zero. Jetzt können wir dann auch weiter. Wie benutze ich denn so einen Workstump? Indem du ihn erstmal hinstellst. Ja, hab ich schon, aber ich kann weder rechts noch links draufklicken. Natürlich kannst du das, bringt mir nichts. Können wir hier Apfelbäume machen? Also, wenn es mir nichts bringt? Das ist ein Worktable, du musst Zeug drauflegen. Weil außerdem, lies doch bitte mal in Achievement-Dings, was du als nächstes machen musst. Da steht doch alles drin. Maybe, ja. Na, Chris, du kannst nicht lesen. Ach, versuche stimmt, ja. Doch den Fire Pit zu machen. Ich weiß, wie der Fire Pit geht, aber. Ja. Guck doch mal bitte beim Achievement I'm Stumped in Advanced Tech. Da steht genau drauf, wie er funktioniert. Was ist denn das? Das sind Bärenbüsche, die ich gesammelt habe. Hier wachsen Bären, die kann man essen. Okay. Ja. Testen wir das mal. Oh, wie süß, ich kann die Sachen jetzt da echt drauflegen. Ja. Das ist so ein Billow-Crafting-Table. Du musst der einem auf Dauer doch ziemlich auf die Nerven geht. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, der. Es gibt noch einen Mark II geupgradeten, der hält dann tatsächlich die Sachen als Stacks. Aber, der echte Crafting-Table, den will man dann doch schon irgendwann mal haben. Bisschen platt hier.
And use a crafting rock to right click the recipe again. Oh, ein crafting rock. Mhm. Ah, jetzt können wir aber. Ah, jetzt können wir mit der ganzen Sache hier was anfangen. Total überladen, haben noch keine Truhe. Ja, ich wollte gerade auch sagen. Ich habe den Crafting Rock irgendwie reingelegt. Ist das normal? Ja, der hat ein Fach für den Crafting Rock zum Ablegen, dass man den nicht immer mit sich rumschleppen muss. Und mit Rechtsklick kannst du den auch wieder rausholen. Platz, ah. Ja, ne. Sowas lese ich nicht. An die Vorderseite des Tisches muss ich ihn legen. Wenn du ihn benutzen willst, musst du oben drauf klicken mit dem Stein. Ah! Oh was Gott! Hast du da gemacht? Ich baue mit dem Stein die Sachen zu dem Item, das ich möchte. Oh Gott. Zeig das mal noch Varuna, damit er das auch versteht und wenn man auch mal gesehen hat. Ja, ich bin noch dumm. Ich würde auch gerne ein bisschen mein Inventar lernen. Also. Inventar geht daher schnell zu. Ja, hab ich gemerkt. Ja, ich hätte gerne eine Chest, aber ich glaube, so schnell gibt es keine. Was richtigen Steinblock brauche ich jetzt. Boah. Das kannst du aus den kleinen Steindingern machen. Wie viel hast du denn davon? Aus den Rocks. User in your channel timed out. Oh, Mavia ist irgendwie gone. Wie kriegst du auch? User entered your channel. Okay, was auch immer das gerade war. Ich weiß nicht, aber ich glaube bei Mavia ist es. User in your channel timed out. Bitte. User entered your channel. Das war merkwürdig. Ja, hört ihr mich noch? Ja. Ja. Okay. Mir ist alles gut. Also, du hast mir noch gesagt, du hörst mich nicht mehr. Ich habe mit dir geredet, ich habe dich gehört und dann waren auch immer alle weg. Sehr merkwürdig. Okay, nein, wir brauchen einen richtigen Stein, den abzubauen. Steine sind die, die überall rumliegen. Das nein, einen großen Stein brauche ich. Ja, du kannst mit den kleinen Steinen, ich glaube 4 Stück, kannst du den großen machen. Upgrade a Flint Pickaxe brauche ich zuerst mal und dann können wir eine Spitzhacke machen. Ah, die kann man auch groß bauen, wenn man diesen komischen Worktable hat. Okay, keiner hat mir gesagt, wie ich das machen muss, aber ist okay. Ja, hier, ich zeig's dir. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann halt nicht. Wo kam denn der Baum jetzt her? Der ist gerade gewachsen. Aber da war doch gar kein Setzling. Doch, da war einer. Sonst wäre da kein Baum gewachsen. Cool. Stöcke mache ich hier rein, schief liegen tun sie auch noch, sehr gut. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit mit Erde und Holz bauen. Oh ja. Hobbit Land. Aha. So. Jetzt habe ich eine Windschaufel gebaut, warum auch immer. Ich glaube, ich habe es mit dem Rezept verkackt. Ah. Ich hab den Faden mit den Dingen vertauscht. Ja. Wenn ich mal die ganzen Müll behalten. Inventarhaltung, ja, ein Safe-Tech und das noch mit McFist, das wird ein Abenteuer. Hehehe, genau. Tadadada! Hat mal Flint Pickaxe. Dann kann man jetzt nochmal nachschauen mit Stone Age. Craft a stone pickaxe to upgrade your arsenal. Ist wieder dunkel? Nein. Corona, steht schon das Haus? Nein. Au. Hätte uns auch nichts gebracht, wir haben keine Fackeln. Das Problem ist, sie haben überhaupt keine Steine. Sie tun euch irgendwann Steine zum Abbauen und müssen die jetzt runtergraben. Ja, ich sehe hier Steine, ja. Das ist nicht Gravel. Aber den Text hier, da wo ich bin, sind Steine. Mach mal schnell hier was.
Ah, so sehen die jetzt hier aus. Wir brauchen ja nicht so ein großes Haus für den Anfang. Nee, die Fackel reicht völlig. Ja, und normale Fackeln gibt's am Anfang auch nicht. Es gibt nur so Funzelfackeln. Wir kriegen immer so häppchenweise die Ernüchterung, so übrigens alles, was du über das Spiel wirst, hier nicht. Genau. Alles, was ihr zu wissen glaubt, widerlege ich euch mal ganz schnell so. Und wenn du die Blätter abarbeiten willst, nimmst du am besten eine Workblade. Dann geht das ganz fix und du bekommst mehr Sachen bei raus. Ja, hättest du mir vielleicht vorher sagen können. Das sind immer nur so häppchenweise die Informationen, sonst macht das doch keinen Spaß. Hallo, ich möchte normales Holz haben. Wieso kriege ich das nicht? Ja, Holz? Ah, Planken? Nee, Planken musst du dir auch erarbeiten. Schau mal, Shopping-Block. Shopping-Block, genau. Fühlst du, du hast doch einen Shopping-Block. Nee, da hast du verarbeitet, ja, okay. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich wollte schön bauen. Egal, ja? dann kriegen wir andere Wände. Ey, guck mal, machen wir doch ganz einfach. Wir müssen doch einfach erstmal hier nur einen Shopping-Block hinsetzen. Wie hast du denn jetzt? Days to put my muff. My stuff. Ja, den Shopping-Block haben wir hier schon. Okay. So, wenn wir dann hier. Nein. Hier müssen wir dann die das Holz draufstellen und dann mit der Axt draufhauen. Ja, hau. Ups. Irgendwie gibt's keine Planken, habe ich auch gerade festgestellt. Ja, die machen wir gerade hier. Chris, du kannst mal Zäune machen? Wie denn ohne Planken? Da. Mit Sticks. Falls es überhaupt schon Zäune gibt, guck im JEI nach, was freigeschaltet ist. Achtung! Ich hab euch gewarnt, aber nein! Achtung, da kommt noch einer. Eine Spinne. Wie kümmere ich mich? Wenn ich daneben schlage, habe ich dann trotzdem die Power vom Schlag vergeudet? Ja. Ich habe keine Planken. Wenn ihr habt, zieht mal ein paar Wände hoch. Ja, klang. Bitteschön. Wie schaut's mit den Zäunen aus? Das ist jetzt aber anderes Holz. Ja, das ist mir egal, Hauptsache Planken. Nein. Fans gibt's keine. Also Zäune sind nicht freigeschaltet. Verdammt. So, ich habe keine Planken gesammelt. Die hat alle Varuna. Jetzt hier einfach schnell ausbaut. Schnell, bau zu! Gibt's hier Mini-Monster? Mini-Monster? Ich glaube jetzt noch nicht. Ja, hopefully. Okay, so, jetzt sitzen wir hier und tun nichts. Ja, ihr könnt euch ja jetzt mal den Tech-Tree anschauen, was es da noch so gibt. Was wir machen müssen und so weiter. Ja, jede Menge. Ich habe versucht, und ich habe den blöden Stumpf natürlich ausstehen lassen. Andere waren... Nee, Pickaxe. Hatchet. Wollte ich eben haben. Achtung. Geh mal kurz raus. Und versuch den Werkstumpf mitzunehmen. Kommt das Schwein ins Haus krabbelt. Ich will auch nochmal rein. Machen zu. Ich hab kein Holz. Ich bin mich ein wenig eingeengt hier mit zwei Leuten im Mini-Haus. Der Zombie ist vor der Tür. Aber er ist blöd genug. Aber ich mach ihm gar keinen Schaden. Ich wollte jetzt so ein Fass machen. Probier mal. McFisto, würdest du mal dieses Teil da irgendwo hinstellen? Ich mach das, ihr könnt schon mal das Fass craften. Ich habe mir das Rezept ja eben angeschaut. Okay. Dann, Melvia, geh mal ein Stück zur Seite.
gucken. Wo sind sie hin? Achso, warte, was will ich jetzt? So, 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 so. Die reden sehr lustiges Zeug. Was muss ich dann machen? Ei, mit einem, so hast du den Klopfstein? Nö. Den Arbeitsstein? Der ist da, wo er hingehört. Okay. Warum nur mit der leeren Hand den Stein unten aus der Schublade rausholen? Und jetzt oben drauf klopfen. Shift-Click oder nicht? Muss mehrmals drauf klopfen. So, oh. Bitteschön. Und jetzt? Ah. Oho, we have a chest. Juhu! Und jetzt? Jetzt legst du Sachen rein. Okay, echt so. Es ist ja. Pain in the ass, aber sowas von. Das ist ja, ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich glaube, ja. Irgendwelche Sachen von dir raus, statt was reinzulegen. Das ist ja nicht mehr Minecraft, das ist Pokécraft. Da gab's gleich eine upgraded Chest. Das ist ja so klein. A nicer Primal Chest. Super. Müssen wir uns halt alles erarbeiten, die tollen Sachen. Gibt's keine normale Chest? Doch, gibt's, aber halt erst später. Nicht so weit entfernt, aber wir müssen es uns halt erstmal erarbeiten. Machen wir noch so eine Chest und dann machen wir vier Planken drumrum. Acht. Nee, das geht glaube ich nicht. Mach einfach mal. Ich hab nur noch 8 Planken. Ja, Planken habe ich genug, mach erstmal so eine Truhe. Wo hast du meine Steine hin? Ich hab noch einen Rechtsklick, ne? Ja, der ist so winzig, dass man ihn nicht sieht. Fisst du, wenn du die Primal Chest machen willst, die funktioniert nur mit Darklands. Oh gut, das hab ich nicht. Das haben wir nicht. Och nö, ich hab gehofft, das sei einfach beliebiges. Nein, das ist kein beliebiges. Oh. Das wäre zu einfach. Da müssen wir erstmal in die Welt und ein Darklands-Biom finden. Na, danke. Und wie viel Platz hat so eine Chest? 12 Plätze, jeweils 64, also ein Stack jeweils. Aber klein. Ja. Und es ist relativ beschissen. Sage mal, sie hat 9 Plätze. Oder? Vielleicht ist da rechts noch eine Reihe, die ich nicht gesehen habe. Okay, sie hat doch 12. Ja. Es ist Birch mal was. Birch Fish Trap. Na super. Rotten Meat gegessen und zack. Wie kriege ich die? Wie lange ich das habe? Oh, jetzt habe ich so lange Hunger. So, wie lang ist denn die Nacht noch? Wir haben keine Uhr. Der Mond geht unter. Der Himmel wird rot, es geht gleich vorbei. Keine Sorge. Okay, der Mond geht unter. Es gibt Tinkers. Lass uns Tinkers machen, komm. Da müssen wir auch erstmal eine abgespeckte Version von machen. Ich mache in der Zeit mal ein paar Zombies um. Ganz schön komisch mit diesem Kampfsystem. Ich will das alte mit. Ich hau einfach. Furchtbar hier. Einschränkungen, auf die man sich heutzutage einlassen muss. Oh, die Zombies sind alle weg. Porzellan? Ja, Porzellan, genau. Also, das wird ganz schön interessant. Tech-Tree entlang. Der erklärt euch ja immer, was ihr machen müsst. Machen. Und wie es funktioniert. Können. Und die Steine. Rad hier um etwas mehr Platz. Euch noch ein bisschen. Hat jemand meine Steine? Hat er sie? Von euch. Und von dem Elfen, den ihr habt. Was soll ich eigentlich die Axt aufheben, wenn die sowieso nicht reparabel ist? User in your channel timed out. Warum fliegen die ganze User Zeit entered raus? Your channel. Warum geht das Rezept nicht? Warum fliegt die ganze Zeit raus?
keine Ahnung. Das Teamspeak, irgendwas, sehr seltsam. Warum geht das Rezept jetzt nicht? Welches Rezept? Für den Grill. Stone Grill. Auch unten. Das ist gebrannter Stein. Green Stone, kein Cobblestone. Doch verarschen. Ah, Varuna vergrößert schon mal das Häuschen. Ja, natürlich. Immer ein bisschen Clay organisieren, den brauchen wir. Ich versuche mir gerade zu überlegen, wie ich irgendeinen Ofen mache. Wir haben zwar so einen Grill, aber ich weiß nicht, was der bringt. Ja, was habe ich denn hier für 2, 4, 6, 7. Und gerade ist immer gut. Cool Items, um es anzumachen. Ja, ich... Ah, okay. Er macht ganz schön Rauch, mehr nicht. Das geht halt wirklich erst an. Jetzt Sachen zum Kochen reinmachen. Klappt aber nicht. Dann haben wir noch die Kartoffeln. Versuchen wir es mal mit denen. Ich baue immer beides ab. Hä? Muss ich damit nur mit der Hand draufhauen? Nee. Gut. Kartoffel im Grill. Kommt die von alleine rausgehopst, oder? Au! Au! Ah! Heiß! Scheiße, ich hab mich verbrannt! Fuck, 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 fuck! Was solltest du als Tomboid kennen? An der Kartoffel? Nee, ich hab mich auf den Grill gestellt. Da, da, da! Und hast ihn dabei ausgemacht? Ja, die Kartoffel ist irgendwie nicht fertig gebraten. Hat er verschiedene Stärken, die ich nicht sehe, oder? Nö, der brennt doch. So, Mevia, kannst du mir mal erklären, wie man diesen Chopper-Dings da benutzt? Ich bin zu doof. Welches? Hier den Werkstumpfen oder? Nee, den hier kenne ich. Okay, hier den. Ja, warte mal, ich krieg mal den Stein. Den hier. Ja. Ich hau da meinen Holzblock drauf. Und dann. Ich habe Lederschuhe. Anziehen. Haben wir hier nochmal oben das Holz weg? Mit der Hatchet, genau. Ich glaube. Okay. So, und dann machst du einfach links, mehrere Linksklicks. Genau wie mit dem, auf das. Ach so, ich habe rechts geklickt. Nee. Das ist wie der Stein hier auf dem Workplatz. Brauche ich dazu ein Werkzeug? Ja. Ja, das muss mit dem Werkzeug passieren. Das ist mit der Axt quasi. Das ganze Pack hier ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, auf Realismus getrimmt. Also man muss sich später auch Papier aus Pulp herstellen, das muss man dann in Wasser geben mit Kleber und dann rumrühren und trocknen und Gedöns. Was war eigentlich die Standardtaste für die linke Hand? Kann ich dir nicht sagen, habe ich nie benutzt. Ich dachte, das wäre F gewesen. Also das Ding hier hält immer echt sehr kurz. Du kannst ja auch Brennstoff reinmachen, wie wär's denn damit? Ich hab einen Baumstamm reingemacht, müsste doch reichen. Ja. Bitteschön, gebrannte Kartoffel. Gebackene. Und das ist doppelt belegt, deshalb geht's wahrscheinlich nicht. Weil das wäre jetzt eine coole Aufgabe mit beiden Händen, das Holz zu fabrizieren eigentlich. So, wir sollten trotzdem nichtsdestotrotz mal schauen, den Tech Tree ein bisschen weiterzukommen. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen mal hier den Clay-Ofen, den Kiln. Cook it up! Genau. Clay Balls and Cobblestone Slab to craft a kiln! Oh, Project Tomweed lässt grüßen, grunzen. Ey, ich kann einen Torch bauen. Unlit Fiber Torch. Diese Funzel, die ich von der ich erzählt habe. Da braucht noch jemand eine Axt. So ein Holzteil. Mach erstmal Holz-Slabs. Quatsch, Stein-Slabs, meine Güte, für den Killen.
Und die Clayballs hast du schon organisiert, oder? Die habe ich dir gerade eben gegeben, ja. Gut, habe ich nicht aufgepasst, aber das ist dem. Aber kommt immer noch 4 Holz aus einem Block raus? Nee, das ist, glaube ich, 2 bis 4, je nach Zufall. Wenn ich stärker hau. Geht wenn du es dir einbildest, dann kommt auch mehr raus, ja. Guck it up! So, und dann stellst du mal einen Holzblock auf den Boden, machst 2 darüber den Kiln, also machst am besten den Holzblock in den Boden, 2 darüber auf Kopfhöhe den Kiln und dann machst du mit Feuerstöcken den Holzblock an. Okay, dann mache ich ihn auf jeden Fall in den Boden. Platziere den Kiln am besten so, dass wir ihn nachher nicht mehr bewegen müssen, weil ich glaube, wenn wir ihn bewegen wollen, geht er kaputt. Dann mach ihn in die Mitte irgendwo. Ich habe ihn schon abgerissen, den Kiln. Er ist nicht kaputt gegangen. Okay. Umso besser. Ich habe kein Holz mehr. Wie traue ich der Sache da hinten nicht so? Nicht so hübsch, aber bevor uns das Häuschen anbrennt. Ja, das ist definitiv hier auch ein Problem. Holz brennt in der Umgebung von Feuer. Ich hab hier ein Häuschen gefunden. Da ist scheinbar ein Villager drin. Ja, ein Butcher. Aha. So, wie lange brennt das jetzt? Das wirst du sehen. Und da kann ich jetzt auch die Kartoffel reinmachen zum Backen. Oh, sehr schön. Hättest du es dir vorher sagen können? Oh, dieser wird klein. Dann lass sie doch auch mal backen, meine Güte. Ach so. Das Haus brennt. Das Haus brennt. Ich hab's euch noch gesagt. Du hast erstmal den Ofen. Was für ein Chaotenhaus. Du hast erstmal den Ofen gebrannt, Kollege. Ups. Ja, es war ein unfired clay oven quasi. Mit dem Feuer wurde er gebrannt. Und jetzt dürfte er auch kaputt gehen, wenn du ihn versuchst zu bewegen. Ich habe gesagt, er soll den Ofen in die Mitte setzen. Aber was hat er gemacht? Will ich's wissen? Gesagt. Doch, hab ich. Hat er gesagt. Hier wäre viel schöner. Hier. Wäre, hätte, tut, ist jetzt alles egal. Meine Güte. Nein, mach noch einen. Wir kommen gleich ans Ende der Folge und sind schon wieder bei Überzug. Ja, trotzdem. Lerne aus deinem Fehler. Mach es bis zum nächsten Mal nochmal. Du hast noch nichts geschafft und du willst schon wieder die Folge beenden. Ist ja schlimm. Doch, haben wir. Wir haben ein größeres Haus. Okay. Schau wieder. Wir organisieren uns immer noch was zu essen hier. Ich habe auch noch ein bisschen was im Inventar. Boah, hat's gerade geleckt. Mach mal hier so ein kleines Löchchen. Ich hoffe, ihr fallt nicht rein. Er gräbt uns schon eine Grube, ein Grab hebt er uns bereits aus. Ja. Hat jemand die Stöcke gesehen? Ich finde die Stöcke nicht mehr. Notfall musst du dir welche vom Baum pflücken. Ich habe ein Spiegelei gemacht. Bambus vom Baum pflücken? Ich habe ein rohes Ei in der Hand. Guck mal. Wie pflücke ich mir denn Stöcke vom Baum? Ach, indem du die Blätter kaputt machst. Ach cool. Kommen gar keine Leaves raus, so wie früher. Das sind wir auch in der nächsten Folge. Ich will das mit dem Ofen jetzt noch haben. Was mache ich noch? So, also. Stöcke hier nebeneinander. 2 Firesticks, eine links, eine. Danke. Etzibet. Rechts. Und die Kartoffel nochmal drauf. Vielleicht lag das daran, dass ich immer die Kartoffel weggemacht habe. Eine Kartoffel drin und eine drauf. Also für Nahrungsmittel wäre der. Der Ofen, der nächste Ofen, das bessere Achievement. Nein. Dieser flache Grill. Siehste, du musst den in die Mitte setzen. Er geht aber jetzt laut mir wieder kaputt. Das probieren wir fürs nächste Mal einfach aus. Das war's für heute auf jeden Fall.
Wir haben einen Ofen, der die Kartoffeln nicht brennt und das Haus anzündet. Und es wird dunkel. Ich twerke ihn an. Und Verona ist übel. Na gut. Das war's für heute. Wenn ihr News und Infos wollt, schaut bei Twitter vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch jederzeit irgendwas kommentieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye. Genau, ebenso. Bis denn. Ciao. Ciao.